Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürni. Stürmi meine ich. Heute habe ich für euch die Bootbox von Mai. Ja, Mai. Ich habe die hier schon ein paar Wochen liegen. Leider habe ich es noch nicht ausgepackt. Hier war noch meine Adresse drauf, habe ich natürlich abgemacht. Ja, da würde ich sagen, kommt jetzt erstmal das Intro oder dann schauen wir mal, was drin ist. Bis gleich. So, ja, die Woodbox hier von Mai. Ich bin mal gespannt, was drin ist. Ich habe mal ein bisschen geluschert. Aber wir öffnen jetzt das Teil mal. Das hier ist die Außenseite, also Innenseite normalerweise hier. Das haben die nur gemacht, dass das andere nicht kaputt geht. Ihr seht hier, ist nämlich hier schön bunt. Wir schauen daher mal, wie das so ist. Wie das aussieht. So, hier haben wir das Buch, wo alles drin steht, was drin ist und was kostet, glaube ich. Ja, da würde ich mal sagen, holen wir mal das erste raus hier. Hier haben wir was, irgendwas von den Avengers. Weiß ja nicht, was das ist. Wir können ja mal reinschauen. Ich muss das mal kurz aufschneiden, weil das ja hier Plastik. Plastik Fantastic. Bin mal gespannt, steht da irgendwas drauf? Bobbleheat. Naja, wir schauen mal, was das ist. Wenn ich es aufkriege. So, ich hab's gleich. Kann ich mir mal um Stunden halten, handeln. So. Wir schauen mal, was das hier ist. Ich weiß es selbst nicht. Ah. Könnten irgendwie so Figuren sein, hier seht ihr es. Ja. Öffnen wir das Teil mal. Zack. Ich habe keine Ahnung, ich habe sowas noch nie gesehen. Nochmal eingepackt, hier ist nichts mehr drin. Dann schauen wir mal. Das ist eine Figur. Und wir haben hier. Wer ist das? Muss ich mal kurz gucken auf die Packung hier. 1 von 12, na toll. Aber wer das genau ist? Keine Ahnung. Das hier so eine Feder drin, dann bewegt sich der Kopf wie der Wackeldackel früher. Ja. Sieht nice aus. Ja. So. Mal auf die Seite. Das hier kann mal weg. So, dann haben wir hier so ein Beutel. Und zwar ist das hier von Jurassic Park. Richtig nice. Ja, kann man mitnehmen, wenn man einkaufen geht oder so. Und jetzt fällt das Mannequin um. Ja, finde ich nicht schlecht. Kann man immer gebrauchen. Und besser als Plastiktaschen, auf jeden Fall. Mal auf die Seite. Dann haben wir hier so ein Button. Das sieht aus wie von Jurassic Park. Diese komische Fliege, wo in diesem... ach, wie war das nochmal? Ich weiß nicht mehr. Hier steht Monsters. Mai 21 Monsters. Ja. Dann haben wir hier... Oh, was ist das hier Großes? Keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendwas von Aliens. Ich kann euch nicht sagen, was es ist. Da müssen wir mal reinluschern. Ich glaube, hier ist die Öffnung. Oh, das ist sogar mit Klettverschluss. Und hier ist es, glaube ich, zugeklebt. Also wieder Messer. Weiß auch nicht, wer hat schon mal Aliens geguckt? So. Hier noch öffnen. Was kommt da jetzt? So, ich muss das hier auf die Seite legen. So. Auf die Seite. Oh, da ist schon wieder zugeklebt hier. So, hier steht irgendwas. Das ist wahrscheinlich die Unterseite. So. Öffne mir das Timer.
Es könnte eine Figur sein von Aliens. Hier ist noch eins. So. Oha. Oha. Wie geil ist das denn? So, wird mal laut hier. Oh yeah. Das sieht ja mal richtig nice aus. Das sieht richtig nice aus. So. So, seht ihr es? Das ist richtig cool. Aliens. Sowas habe ich noch nie gehabt. Auf die Seite. Dann haben wir hier... Ich hole mal das hier raus. Ein T-Shirt. Und was haben wir denn hier noch? Oh, ein Puzzle. Und das war's. Ist leer. Die Box machen wir gleich. So, das Puzzle. Tausend Teile. Und zwar hier von den Kremlins. Wer kennt Kremlins? So, hier seht ihr es. Kremlins. Niemals füttern um 12 Uhr, also zur Mitternachtszeit. Geil. Das finde ich geil. So, und dann das T-Shirt noch. Ich werde es jetzt nicht anziehen, weil... ihr seht es hier. Weißer Hai. Muss irgendwas mit der weißer Hai sein. Wir öffnen das mal. Wir schauen uns das mal an. Oh. Zack, zack, zack. So. Also das Puzzle werde ich natürlich jetzt nicht aufmachen. 1000 Teile. Ja, moin. So. Das hier raus. Und... Mal gucken, ob das überhaupt meine Größe ist. Größe M, jawohl. So, ihr seht hier. Irgendwas mit der Weiße Hai. Joa. Nicht schlecht. Also ich hätte jetzt irgendwas anderes gerne gehabt. Also irgendwie Aliens oder hier Kremlins. Das wäre cool gewesen. So, das war es eigentlich schon. So, hier ist das Puzzle. Dann haben wir hier das T-Shirt. Dann haben wir hier die Aliens-Figur. Geiler Shit. Mal hier hin. Dann hatten wir hier diese Figur hier. Zack. Dann haben wir diesen Pin hier noch. Die Tasche hier. Die Dorsche. Und dann schauen wir uns natürlich noch hier das an. Oh, das hier kann, glaube ich, in den Müll. So, wir schauen mal hier rein. Ihr seht hier. Flying Kufik Alien. 17,99. Dann haben wir das T-Shirt. Chores für 19,99. Dann haben wir das Puzzle von den Kremlins. 10,99. Dann haben wir hier Tote Bag Jurassic Park 9,99. Dann haben wir hier Pins Exklusiv Woodbox 4,99. Ja. Dann steht hier noch Woodbox Collector. Was gibt's denn hier alles? Harry Potter. Harry Potter wäre geil. Star Wars. Dann haben wir hier noch Assassin's Creed. Was ist da oben das? Komme ich jetzt nicht drauf. Ganz oben rechts. Kühne Ahnung. Okay, gehen wir mal weiter. Okay, das war ja auch nicht deutsch. Da ist deutsch. Hier haben wir deutsch. Aber das kostet natürlich das gleiche. Also. Ja, das ist das Heftchen. Und dann schauen wir uns noch an, wie die Box von richtig aussieht. Ich hole sie mal kurz nochmal. So, das war die Box, wie sie so aussieht. Und jetzt machen sie mal richtig. Das dauert einen kleinen Moment. Zack. Zack. Alles umdrehen hier. So.
Ich hab's gleich. So. So sieht die Box jetzt richtig aus. Ja. Also so werde ich es wahrscheinlich irgendwie, ja, ihr seht es jetzt nicht, aber irgendwie so nie halten für das Thumbnail. So, jawohl, das war die Wootbox vom Mai 2021. Ich würde mich freuen für ein Like von euch. Und natürlich diesen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, dass ihr nicht mehr verpasst. Da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.